Diecézní muzeum v Sankt Pölten je nejstarší institucí svého druhu na území celé bývalé rakousko-uherské monarchie. Hlavní výstavní akcí tohoto roku je výstava Víra v umění. Na plakátě této výstavy je detail obrazu barokního umělce Bernharda Goetze, který se narodil v moravském Velehradě. Byl činný jednak v Rakousku, ale také v jižním Německu. Autorem konceptu výstavy a kurátorem je ředitel diecezního muzea dr. Wolfgang Huber. Das Kirchenjahr 2012-2013 wurde von Papst Benedikt XVI., also dem früheren Papst, unter das Motto das Jahr des Glaubens gestellt. Anlass war der 50. Jahrestag der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils 1962. Ja, und es wurden auch in Österreich alle Diözesen aufgefordert und die diözesanen Stellen, einen Beitrag zu diesem Thema, zum Jahr des Glaubens, zu liefern. Und wir in der Diözese St. Pölten haben dafür eine Ausstellung organisiert, die wir Credo, der Glaube in der Kunst nennen und in der es darum geht, die Visualisierungen, die Veranschaulichungen des Credo in den verschiedenen Epochen der Kunst darzustellen. Sie haben es schon zuerst gesehen, als Motto oder als Logo für unsere Ausstellung, für den Katalog und für den Folder haben wir ein Motiv aus einem Gemälde des Gottfried Bernhard Goetz genommen, das den heiligen Thomas von Aquin, den großen katholischen Kirchenlehrer, darstellt. Dieses Bild stammt aus einem Zyklus von ursprünglich 24 Gemälden, die sich in Stift Admont befinden bzw. befanden und von denen noch 15 erhalten sind und die in einer Serie eben die bedeutenden Vertreter der Lehre, der Kirchenlehre darstellen. Ein Hauptmeister der katholischen Theologie ist zweifellos Thomas von Aquin, der Doktor Angelicus oder Doctor Veritatis, wie er auch auf diesem Gemälde dargestellt ist. Als Jugendlicher gegeben in einem gewissen Gestus des Auferstandenen trägt er an der Brust die Strahlensonne, also das Zeichen der göttlichen Wahrheit. Seine Rechte weist hinauf zur Eucharistie, die von einem Engel gehalten wird. Inspiriert wird er von der Taube des Heiligen Geistes und auch durch das Kruzifix. Auf der anderen Seite gibt es Bezüge zu seiner Vita, zu seiner Legende, in dem ihm der Gekreuzigte gesagt haben soll, Spene scripsisti de me, also du hast sehr gut über mich geschrieben. Und schriftlich hält er in der Linken ein Buch, ein aufgeschlagenes Buch, Summa Summarum ist da zu lesen und was sich eben auf eine seiner Hauptschriften, die Summa Theologica, bezieht. Die Ausstellung wurde vom Diözesanmuseum konzipiert. Kurator für den wesentlichen Teil, für den historischen Teil, war Dozent Dr. Werner Telesco von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Ja, ein recht interessantes Objekt in unserer Ausstellung ist der sogenannte Credo-Ornat. Er stammt aus dem Kloster Einsiedeln in der Schweiz und wurde circa um 1930 in den damals typischen stilistischen Formen und der zeitgenössischen Bildsprache geschaffen und stellt auch einen vollständigen Zyklus des Credo samt den Tituli, den Inschriften auf einer Kasel, einem Pluviale und zwei Dalmatiken dar. Ein
Nejstarší formulace kréda apoštolského vyznání víry jsou podle legendy spojeny dokonce přímo se samotnými apoštoly. Ja, den Anfängen des Credo kann in diesem kleinen Raum der Ausstellung recht gut nachgegangen werden, denn hier zeigen wir den Apostel-Credo-Zyklus des Antonio Tempesta, eines bedeutenden italienischen Radierers und Stechers, und dieser Zyklus wurde 1591 geschaffen und der bezieht sich eben auf diese erste Legende über die Entstehung des Glaubensbekenntnisses. Nach dieser Legende wären die Apostel am Pfingsttag, bevor sie auseinandergingen, bevor sie in die Mission gingen, eben noch einmal zusammen gewesen und es hätte jeder der Apostel einen der 12 Glaubenssätze, der 12 Credo-Artikel formuliert. Natürlich ist durch die 12-Zahl Apostel, 12 Glaubenssätze, auch ein starker, inniger Bezug gegeben. Und so hätte eben Petrus als Erster, als der Apostelfürst, eben den ersten Satz formuliert: Credo in unum Deum, om Patrem omnipotentem creatorem coeli et terra. Die Darstellung durch Tempesta insofern normiert worden, dass also fast plakathaft der Apostel gegeben wird. Oben in der oberen Bildhälfte der jeweilige Credo-Artikel und in der unteren Hälfte wird die Geschichte, die Legende des Apostels noch durch zwei Darstellungen aus seinem Leben, bei Petrus eben die Berufung und die Kreuzigung in Rom, dargestellt. Diese Serie haben wir aus der Wiener Albertina bekommen, auch einige andere der hier gezeigten grafischen Arbeiten. Wir haben natürlich sehr viel Grafik zu zeigen, auch das Stift Göttweg, das einen reichen Fundus, vor allem an Barockgrafik besitzt, ist uns da sehr hilfreich entgegengekommen. Ein Beispiel in diesem Zusammenhang wäre eben die Darstellung des Apostel Simon. Er ist tituliert mit Remissionem Peccatorum, also die Vergebung der Sünden. Er selbst mit seinem Attribut der Säge dargestellt und wie gesagt in der unteren Bildhälfte noch zwei Darstellungen aus der Vita des Apostels. Výstava Credo nepředstavuje ale jenom historické exponáty, ale také ukázky současného umění. Ja, es war mir ein Anliegen, auch Positionen der zeitgenössischen bzw. gegenwärtigen Kunst in die Ausstellung einzubeziehen. Sie können hier ausgewählte Beispiele etwa der letzten 20 Jahre sehen, wo wir gedacht haben, dass es sich doch um ernsthafte und eben nicht nur oberflächliche oder emotionelle Auseinandersetzungen mit diesen Themen handelt. Die vertretenen Künstler, die hier präsentiert, deren Werke hier präsentiert werden, es sind meistens Gemälde, aber auch Zeichnungen und Lithografien, sind Sieghard Pohl, Siegfried Anzinger, Ildikó Koller, Karel Rechlig und Susanne Sehn-Baumhackl. Výstava Credo je sama instalována v historických prostorách, které mají svoje
vlastní umělecké kvality a svoje velice zajímavé dějiny. Ja, wir befinden uns in der ehemaligen Stiftsbibliothek, die, wie Sie sehen, ja sehr reich ausgestattet ist. Dazu muss man wissen, dass diese Räume der Bibliothek, die eben auch zum Museum gehören, unter Propst Michael Führer, das war der große barocke Bauprälat in St. Pölten, er hat von 1715 bis 1739 regiert und ab 1722 hat er diese Räume ausgestattet und ausgestalten lassen. Es waren hier Künstler wie Jakob Brandauer, Josef Mungenast, aber vor allem, und da sind wir sehr froh, ein berühmter österreichischer Künstler, Maler Paul Droger, der die Decke der Bibliotheksräume ausgemalt hat. 1734 hat Droger eben diese zwei Räume mit einem Vier-Fakultäten-Programm, also den klassischen vier Fakultäten, ausgestattet. Sie sehen hier zum Beispiel oben den ersten christlichen Philosophen, den Dionysius Areopagita, der eben beim Tode Christi die Sonnenfinsternis beobachtet und sagt, ja, jetzt muss etwas passiert sein, was die Welt und die Geschichte verändern wird. Also er war sozusagen der erste Geschichtsphilosoph, aber in theologischer Hinsicht. Weiter sehen Sie hier also diese reichen Vergoldungen an den Kästen, an den Figuren, die ein sehr diffiziles, wahrscheinlich von Propst Führer selbst entworfenes theologisch-philosophisches Programm beinhalten, die sich eben auf die Theologie, auf die göttliche Weisheit und auf die irdische Weisheit, die Philosophie, beziehen. Und dadurch ist natürlich auch eine Beziehung zu unserer Sonderausstellung gegeben. Im Mittelraum der Bibliothek haben wir ein weiteres Deckenbild von Daniel Gran, etwas später, 1749, geschaffen. Und das stellt die göttliche Weisheit dar, wiederum mit der Inschrift Timor Initiae Sapientiae Timor Domini, was so viel wie bedeutet, der Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes, also wieder ein starkes Bekenntnis eben zum Glauben als Voraussetzung von aller göttlicher, aber auch irdischer Weisheit. Výstava ukazuje, že kredo, vyznání víry, existuje v dějinách v několika velice různých formulacích a že ho používali i různé křesťanské církve. Ja, das Glaubensbekenntnis oder die Glaubensbekenntnisse basieren ja auf spätantiken Vorstufen, die dann etwa im 3. und 4. Jahrhundert definitiv formuliert wurden. Wichtig war da zum Beispiel das Konzil von Nicea 325 oder von Konstantinopel 381. Aus diesen Konzilien ist dann das Niceno-Konstantinopolitanische oder auch große Glaubensbekenntnis entstanden, das ja bei uns bei gewissen Festen gebetet wird. Im normalen Gebrauch der katholischen Kirche ist es das römische oder apostolische Glaubensbekenntnis, das auch, wie die frühen Kirchenschriftsteller sagen, etwa im 4. Jahrhundert seine definitive Ausformung erfahren hat. Wir zeigen hier mit diesen Schriftquellen die historische Tradition des Credo auf, wobei aber vor allem die Reformationszeit ein sehr wichtiges Datum ist, denn da wurden eben neben den quasi katholischen Bekenntnissen auch andere formuliert. Wichtig ist zum Beispiel die Darstellung des Augsburger Reichstages 1530, wo eben dem Kaiser von den Reichsfürsten ein protestantisches Glaubensbekenntnis vorgelegt wird, die Augsburger Konfession, die wir auch in Erstdrucken hier ausstellen können. Weiter sind es dann andere Konfessionen, evangelische Konfessionen wie die der böhmischen Brüder oder die helvetische Konfession. Im Laufe des 16. Jahrhunderts erfolgte dann im Zuge der Gegenreformation auch die Reaktion der katholischen Kirche. Wichtig zu nennen ist Petrus Canisius,
das dann auch zur Entwicklung und zur Ausformulierung der großen Katechismen, wie sie ja bis in unsere Zeit bedeutend waren, führte. Oder andere Kirchenschriftsteller, Gegenreformatoren wie die Kardinäle Roberto Bellarmin oder Cesare Baronius. Also das führt dann hinauf ins 19. Jahrhundert. Wir zeigen dann noch aus der Barockzeit gewisse Katechismen zur Verbreitung und auch zur grafischen Illustration, trugen vor allem die Augsburger Gebrüder Glauber also wesentlich bei. Ja, wir zeigen diese Quellen in der zweiten Bibliothek, der sogenannten Diözesanbibliothek. Das hat seinen Grund. Bis 1784 war hier in diesem Bereich, in diesen Gebäuden, ein Augustinerchorherrnkloster untergebracht, wurde dann von Kaiser Joseph II. Eben 1784 aufgehoben. Wie wir heute wissen, auch aufgrund der Grabungen, ist es wahrscheinlich das älteste Kloster Niederösterreichs, das im Zuge der Awarenkriege Karls des Großen um das Jahr 900 gegründet wurde. Und der erste St. Pöltener Bischof, Bischof Kerenz, brachte dann seine Bibliothek mit. Darum heißt es hier eben Diözesanbibliothek oder Kerenzbibliothek. Wenn wir da hinüberschauen, sehen wir eine Büste. Das ist die Büste des heiligen Hippolyt, der für uns natürlich eine besonders große Bedeutung hat. Denn er war auch der erste Klosterpatron. Also seit der Gründung wurden über Frankreich Hippolyt-Patrozinien hierher gebracht. Hippolyt war dann namensgebend auch für die Stadt St. Pölten, wo Hippolyt drinnen steckt, und letztlich ist er auch Patron der Diözese. Im Zusammenhang der Ausstellung ist er auch von Interesse. Er war auch ein Kirchenschriftsteller und hat eine erste Form eines Hochgebetes, das aber auch heute noch gesprochen wird, formuliert. Also insofern ist auch Hippolyt im weiteren Sinne für das Credo, für die Entstehung unseres Glaubensbekenntnisses von Bedeutung.